Herzlich willkommen zur 51. Episode des Tschüss Basedow Podcasts, deinem Audioguide, der dir eine ganzheitliche Betrachtung deiner Erkrankung bietet und dich empowert, damit du deine Gesundheit in die eigene Hand nehmen kannst. In dieser Podcast-Episode erwartet dich eine kraftvolle Tiefentrance, die dich dabei unterstützen kann, dass du leichter einschläfst, dass du tiefer schläfst, dass dein Schlaf erholsamer ist. Und gleichzeitig setzt sie in deinem Unterbewusstsein Impulse zur Entspannung, die zur Heilung und zur Regeneration beitragen können. Viele von euch haben mir Feedback gegeben, dass sie meine Stimme unglaublich beruhigend finden und dass sie meine Podcast-Episoden auch regelmäßig zum Einschlafen benutzen, weil sie sich wunderbar dabei entspannen können, wenn ich spreche. Das freut mich. Und ich habe mir gedacht, dass ich mit dieser Podcast-Episode einmal genau hier ansetze. Ein gesunder, entspannter und tiefer Schlaf ist unglaublich heilsam und fördert die Selbstheilungskräfte deines Körpers maximal. Schlaf ist der Wächter deiner Hormone und es gibt bei hormonellen Beschwerden nichts, was deine hormonelle Balance so sehr unterstützt wie ein langer, tiefer, erholsamer und gesunder Schlaf. Und genau dabei soll und darf dich die nachfolgende Trance unterstützen. Und wenn du noch ein bisschen mehr Unterstützung bekommen möchtest, um deine hormonellen Beschwerden wieder in den Griff zu bekommen, dann lade ich dich von Herzen ein, zu mir in das 4-monatige Gruppenmentoring zu kommen. Dort unterstütze ich dich ganz persönlich bei der Erreichung dieses Ziels. Denn auch du hast es verdient, ein glückliches, gesundes und erfülltes Leben mit gesunder Schilddrüse zu leben. Du findest den Link zu dem Bewerbungsformular wie immer in den Shownotes. Und weil es nach der Trance keine Ausleitung geben wird, damit du selig weiterschlafen kannst, verabschiede ich mich hier gleich wieder von dir. Wir beide hören uns in 14 Tagen wieder und bis dahin wünsche ich dir alles nur erdenklich Gute und einen richtig guten Schlaf. Ich bin Gerti Schöpe, deine Mentorin und wünsche dir nun viel Freude und eine gute Entspannung mit dieser tiefen Trance. Hallo und herzlich willkommen zu dieser tiefen Trance. Diese Trance unterstützt dich dabei, loszulassen und einzuschlafen und einen tiefen, erholsamen und heilsamen Schlaf zu genießen. Wie bei jeder Trance gilt, nimm währenddessen bitte nicht aktiv am Straßenverkehr teil und bediene auch keine schweren Maschinen. Diese Trance ist bewusst so konzipiert, dass es eine Einleitung, aber keine Ausleitung gibt. Es ist gewünscht, dass du während oder am Ende dieser Trance einschläfst. Solltest du während der Trance einschlafen, wenn ich noch spreche, macht das gar nichts, denn dein Unterbewusstsein hört mir auch im Schlaf weiter zu. Für ein bestmögliches Ergebnis sorge dafür, dass du ab jetzt in einer ruhigen Umgebung und ungestört bist. Ich bin Gerti Schöpe und ich begleite dich heute auf deiner ganz persönlichen Reise in einen erholsamen und entspannten Schlaf. Mache es dir jetzt so richtig bequem. Idealerweise genießt du diese Trance im Liegen, damit du ganz entspannt einschlafen kannst. Wichtig ist, dass deine Position angenehm für dich ist, dass der Raum gut temperiert ist und dass du dich insgesamt rundum geborgen und wohl fühlst. Und wenn es soweit ist und du alles für dich perfekt eingerichtet hast, sich alles für dich stimmig anfühlt, dann lade ich dich dazu ein, dass du jetzt noch einmal sanft und vollständig in den weichen Bauch einatmest. Und mit der Ausatmung schließ gern deine Augen.
Atme hier mit geschlossenen Augen noch ein paar Mal sanft und vollständig in den weichen Bauch ein und aus. Nähre deinen Körper noch einmal so richtig mit frischem Sauerstoff und lasse mit jeder Ausatmung mehr und mehr los. Richte all deine Aufmerksamkeit von außen nach innen und erlaube dir, jetzt ganz präsent in deinem Körper zu werden. Und gleichzeitig erlaube dir, dich immer mehr zu entspannen und immer mehr loszulassen. Und sollten jetzt noch Gedanken aufkommen, dann nimm sie ganz liebevoll wahr und lass sie weiterziehen. Wie schön Wetterwolken an einem blauen Himmel, die der Wind davonweht und die Sonne auflöst. Verbinde dich in den nächsten Minuten voll und ganz mit dem Klang meiner Stimme und den Worten, die sie für dich spricht. Und erlaube dir, mit jedem Atemzug immer mehr und mehr loszulassen und alle Anspannung abzugeben. Sehr gut. Und dann erlaube dir, alle Muskeln in deinem Gesicht zu entspannen. Auch all die kleinen Muskeln rund um deine Augen. Lass sie alle ganz, ganz locker werden. Und lass deine Augenlider schwerer und immer schwerer werden. Stell dir vor, dass deine Augen jetzt so gern geschlossen bleiben möchten, dass deine Augenlider sich hier freiwillig miteinander verkleben, dass sie fest zusammenhalten, so fest, als wären sie miteinander verwachsen, wie verschweißt. Deine Augen sind jetzt so fest verschlossen, dass du sie jetzt gar nicht mehr öffnen kannst. Und je mehr du es versuchst, desto fester und fester verschließen sie sich. Und nun schicke eine Welle der Entspannung von deinem Kopf durch deinen ganzen Körper bis runter in deine Zehenspitzen. Spüre, wie diese wunderbare, angenehme Welle der Entspannung sich von deinem Kopf über deine Schultern, deine Arme, deine Hände, deine Finger und bis hinein in deine Fingerspitzen bewegt. Nimm wahr, wie diese angenehme Welle sich fortpflanzt in deine Brust, durch deinen Oberkörper, deinen Bauch, dein Becken, deine Beine, deine Füße und wie sie jetzt bis in deine Zehenspitzen rollt. Und nimm wahr, wie sich deine Muskeln dabei immer mehr und mehr entspannen, wie sie immer lockerer werden und gleichzeitig dein Körper und deine Gliedmaßen immer schwerer und schwerer werden. Und du tiefer und tiefer in eine angenehme Entspannung sinkst. Lass immer mehr und mehr los. Sehr gut.
Und wenn ich dich gleich bitte, deine Augen kurz zu öffnen und wieder zu schließen, dann sinkst du noch 10-mal tiefer in die geistige Entspannung. Und öffne nun deine Augen und schließe sie wieder und sinke 10-mal tiefer in die geistige Entspannung hinein. Und wenn ich dich gleich noch einmal bitte, deine Augen kurz zu öffnen und wieder zu schließen, dann sinkst du noch 10-mal tiefer in die geistige Entspannung hinein. Und öffne deine Augen und schließe sie wieder und sinke noch 10-mal tiefer. Und wenn ich dich gleich noch einmal bitte, deine Augen kurz zu öffnen und wieder zu schließen, dann sinkst du noch viel, viel tiefer in die geistige Entspannung hinein und öffne deine Augen und schließe sie wieder und sinke noch viel, viel tiefer hinein. Sehr gut. Und nun stell dir vor, dass ich dein rechtes Handgelenk nehme, es ein paar Zentimeter von der Unterlage abhebe und dein Handgelenk ganz, ganz locker ist und gleichzeitig ist dein Arm ganz schwer, wie aus Marmor gemeißelt. Ganz, ganz schwer, schwer wie Stein. Und wenn ich gleich dein Handgelenk loslasse, dann plumpst es herunter wie ein nasser Lappen. Und wenn das passiert, dann lässt du noch mehr los und gehst noch 10-mal tiefer in die geistige Entspannung hinein. Ich lasse dein Handgelenk jetzt los. Und du lässt los und gehst noch 10-mal tiefer in die geistige Entspannung hinein. Sehr, sehr gut. Und wir werden gleich gemeinsam, langsam und laut von 100 an rückwärts zählen. Und mit jeder Zahl verdoppelst du deine geistige Entspannung. Spätestens, wenn du bei der 98 angekommen bist, verschwinden alle Zahlen aus deinem Geist. Wir fangen jetzt an, langsam und laut von 100 an rückwärts zu zählen. 100. Verdoppele deine geistige Entspannung. 99. Verdoppele deine geistige Entspannung noch einmal. 98. Verdoppele deine geistige Entspannung noch einmal und lasse jetzt alle Zahlen aus deinem Geist verschwinden. Und solltest du Schwierigkeiten haben, die Zahlen verschwinden zu lassen, dann stell dir einfach vor, dass die Zahlen wie aus Sand gemacht sind. Und stell dir vor, dass jetzt ein Windstoß kommt und die Sandkörner in alle Richtungen fliegen und wie aller Sand einfach weggepustet wird und sich die Zahlen damit einfach auflösen. Und das Gleiche passiert auch mit deinen Gedanken, sollten da noch welche übrig sein. Nimm sie liebevoll wahr und lass sie dann einfach wieder gehen. Denn sie sind für die Dauer dieser Trance völlig bedeutungslos. Du kannst dich hinterher wieder mit ihnen befassen, aber die Zeit jetzt ist für dich. Wir gehen jetzt noch gemeinsam die Treppe der Entspannung hinab. Diese Treppe hat 5 Stufen und auf jeder Stufe verdoppelst du deine geistige Entspannung. 5. Dein Körper ist wunderbar entspannt. Deine Muskeln sind jetzt ganz locker. Du spürst eine angenehme innere Gelassenheit. Eine Gelassenheit, die von Sekunde zu Sekunde zunimmt. Und du genießt dieses wunderbar angenehme Gefühl. Du sinkst immer tiefer und tiefer.
Mit jedem Wort meiner Stimme sinkst du tiefer und tiefer. Mit jedem Atemzug entspannst du mehr und sinkst tiefer und tiefer. Und vier, du entspannst immer mehr. Dein Geist ist wunderbar leer und frei. Und du lässt immer mehr und mehr los. Drei, du fühlst dich innerlich leicht und frei. Und du sinkst noch tiefer und tiefer. Und zwei, dein Körper, deine Gliedmaßen, alles hat jetzt eine ganz angenehme Schwere. Deine Muskeln sind ganz weich und haben sich vollkommen entspannt. Ganz gelöst und leicht. Und du sinkst noch tiefer und tiefer. Und eins, du bist jetzt ganz unten angekommen. Du bist jetzt vollkommen entspannt und fühlst dich sehr, sehr ruhig und angenehm. Ein Gefühl der Geborgenheit breitet sich in dir aus und du spürst, du bist hier in dir vollkommen sicher und beschützt. Du schaust dich um und entdeckst vor dir eine Tür. Du öffnest diese Tür und ein angenehmes, warmes, goldenes und sanftes Licht scheint hindurch. Hinter dieser Tür erblickst du eine wunderschöne, einladende Landschaft. Du schaust über eine grüne Wiese auf einen kleinen See, der friedlich in der Abenddämmerung daliegt. Das goldene Licht der untergehenden Sonne spiegelt sich auf zarten, kleinen Wellen. Du gehst durch diese Tür hindurch und sie schließt sich sanft und leicht hinter dir. Die Luft in dieser Landschaft ist angenehm warm. Alles ist so still und friedlich wie nach einem langen, schönen Sommertag. Du hörst nur den Gesang von ein paar Vögeln und das sanfte Zirpen von Grillen. Außer dir ist niemand hier. Du lenkst deine Schritte über einen kleinen Weg, der sich in freundlichen kleinen Kurven auf das Seeufer zuschlängelt. Und mit jedem Schritt, den du gehst, wirst du mehr und mehr erfüllt von diesem Frieden, dieser Ruhe und der Harmonie, die dich umgibt. Am Seeufer angekommen, findest du einen kleinen Steg, der ein Stück in den See hinausführt. Du gehst über das von der Sonne gewärmte Holz auf das Ende des Steges zu. Und am Ende dieses Steges liegt ein kleines Floß im Wasser. Und auf dem Floß befindet sich eine weiche Decke und viele gemütliche Kissen. Und alles sieht so kuschelig und einladend aus, dass du von dem Steg auf das Floß kletterst und es dir darauf gemütlich machst. Und gerade als du dich ganz bequem zwischen die Kissen gekuschelt hast und deinen Blick über die friedlichen kleinen Wellen und das rot-goldene warme Licht der untergehenden Sonne schweifen lässt, spürst du, dass dieses Floß hier nur auf dich gewartet hat. Du wirst von dem Gefühl durchflutet, dass alles genau richtig ist und dass du zur richtigen Zeit an diesen Ort gekommen bist. Und genau in diesem Augenblick löst sich wie von Zauberhand das Seil, mit dem das Floß an den Steg gebunden war. Es schnurrt von selbst in einer Ecke des Floßes zu einem kleinen Knäuel zusammen
und das Floß setzt sich wie durch Magie ganz sanft in Bewegung und beginnt langsam auf den friedlichen See hinauszugleiten. Du kuschelst dich noch einmal tiefer in die weichen, gemütlichen Kissen und lässt dich treiben. Ein Gefühl des Friedens und der Ruhe breitet sich in dir aus. Es ist fast so, als würdest du schweben. Und während das Floß langsam und gleichmäßig über diesen stillen, friedlichen See gleitet, erfreust du dich an einem einzigartigen, wunderschönen Sonnenuntergang, der den gesamten Himmel und den See in ein herrliches, rot-goldenes Farbenspiel taucht. Dein Blick gleitet über den langsam dunkler werdenden Himmel über dir, an dem bereits die ersten Sterne funkeln. Du entdeckst auch den Mond, der nun über dem Horizont erscheint und aufgeht. Ein sanftes Schaukeln wiegt dich auf eine ganz angenehme Weise. Du hörst das ganz leise Plätschern des Sees um dich herum und spürst ein Gefühl von Frieden und von Geborgenheit und Ruhe in dir aufsteigen. Und während das Licht jetzt rasch abnimmt, tauchen am Himmel über dir mehr und mehr goldene Sterne auf. Auch der Mond leuchtet jetzt immer heller sein sanftes Licht auf dich herab. Du genießt diesen Anblick und es dauert gar nicht lange, bis es schließlich ganz dunkel geworden ist und der ganze Himmel über dir ein funkelndes Sternenmeer geworden ist. Die Dunkelheit umhüllt dich sanft, das Floß wiegt dich ganz angenehm und die Sterne und der Mond über dir leuchten freundlich. Und während du so wohl aufgehoben und geborgen in deine Kissen gekuschelt auf deinem Floß liegst, merkst du, dass dein Floß sich jetzt auf viele leuchtende Farbtupfer zubewegt, die in der Mitte des Sees über der Wasseroberfläche zu schweben scheinen. Langsam und gleichmäßig gleitet dein Floß immer näher auf diese leuchtenden Farbtupfer zu. Und als du schließlich nahe genug herangekommen bist, erkennst du, dass es Blumen sind, die aus dem Wasser aufragen und deren Blütenkelche wie Glocken geformt sind. Sie scheinen mit einem sanften Licht von innen zu leuchten, in allen Farben des Regenbogens. Wie kleine Laternen ragen sie aus dem See empor. Etwas unglaublich Liebevolles und Friedliches geht von ihnen aus. Ihr Licht hat etwas Tröstliches und Geborgenes. Als dein Floß jetzt immer näher kommt und die ersten aus dem Wasser aufragenden Stiele erreicht, siehst du, dass die Blumen wie riesige, bunte Schneeglöckchen geformt sind. Ihre Stiele, die aus dem Wasser ragen, sind so dick wie deine Arme und ihre Blüten hängen, laternengleich, über dir und leuchten in allen Farben mit einem sanften Licht auf dich und dein Floß herunter, welches jetzt zwischen ihnen hindurchgleitet. Du staunst über ihre Schönheit und nun riechst du auch ihren zarten Duft. Es ist ein Duft, der dir auf Anhieb ein Wohlgefühl schenkt und dir sehr gefällt. Und als du jetzt sanft einatmest
und deine Lungen füllst, spürst du, wie du davon erquickt wirst, wie du erfrischt wirst und sich gleichzeitig ein behagliches, warmes Empfinden in deinem Körper ausbreitet. Einem Impuls folgend, streckst du deine Hand aus und berührst einen der Stängel, als dein Floß sanft daran vorbeigleitet. Deine Berührung bringt die Blüte, die zu dem Stängel gehört, zum Schaukeln und sie gibt einen zarten Klang von sich, wie ein leiser Glockenton, der angenehm und fein in deinen Ohren klingt. Der glockenförmige Blütenkelch über dir schaukelt und schwankt ein wenig hin und her und funkelnder, goldener Blütenstaub löst sich und rieselt in einer sanften Wolke, schimmernd wie Sternenstaub auf dich herab. Als der goldene Staub deine Haut berührt, spürst du ein sanftes Prickeln, welches sich in Wellen durch deinen ganzen Körper ausbreitet. Ein unglaublich angenehmes Gefühl entsteht in dir. Du spürst, wie jede deiner Zellen hier erfrischt wird, aufgeladen wird, regeneriert und heilt. Du siehst, wie die goldenen Staubkörnchen mit deiner Haut zu verschmelzen beginnen. Und du spürst, wie Verspannungen in deinem Körper weich werden, sich lösen und verschwinden. Und wie alle deine Muskeln hier loslassen und auftanken. Eine Welle aus Lebenskraft und Freude durchflutet dich. Alle Anspannungen, die sich heute im Laufe des Tages in deinem Körper und in deinem Geist angesammelt haben, lösen sich auf und verschwinden sanft und vollständig. Du spürst, wie sich eine angenehme Wärme in deinem Körper ausbreitet. Dir wird so wohl und behaglich. Du fühlst dich auf eine sehr angenehme Art und Weise entspannt, müde und friedlich. Du spürst, dass du hier auf deinem Floß inmitten dieser wunderschönen Blumen vollkommen sicher und geborgen bist. Dass du hier vertrauen und loslassen kannst. Die Liebe und das Wohlwollen der Blumen um dich herum ist regelrecht greifbar. Du gleitest an einer anderen Blume vorbei und wieder streckst du deinen Arm aus. Als du ihren Stängel berührst, ertönt ein anderer sanfter Glockenton. Der Blütenkelch über dir beginnt zu schaukeln. Erneut rieselt eine Wolke aus goldenem Blütenstaub auf dich herunter. Es sieht aus wie winzige Sterne, die sich leuchtend und funkelnd überall auf deine Haut legen und mit deiner Haut zu verschmelzen beginnen. Erneut fühlst du dieses angenehme, wohltuende Prickeln auf deiner Haut und in deinem Körper. Und erneut spürst du, wie alles in dir erfrischt wird, wie sich alles regeneriert und revitalisiert. Du spürst bis in die Tiefe deiner Zellen hinein, wie dein Körper sich hier verjüngt. Ein sanftes Lächeln breitet sich auf deinem Gesicht aus. So wohl hast du dich schon lange nicht mehr in deinem Körper gefühlt. Obwohl sich diese angenehme Entspannung und diese warme Müdigkeit mehr und mehr in dir ausbreiten, fühlst du gleichzeitig, wie dein Körper hier in der Tiefe gestärkt wird und Kraft tankt. Und ein weiteres Mal steckst du deinen Arm aus, als du an einer Blume vorbeigleitest
und berührst einen dieser kraftvollen Stiele. Und auch diesmal ertönt dieses sanfte, zarte Klingen über dir. Eine Wolke aus goldenem Blütenstaub löst sich aus dem Kelch und rieselt sanft auf dich herunter. Erneut breitet sich dieses erfrischende, zarte und wohltuende Prickeln in deinem Körper aus. Und gleichzeitig fühlst du, wie dich eine Welle aus Liebe umhüllt, wie eine warme, bedingungslose Umarmung. Du spürst eine Woge aus Liebe, Lebenskraft, Heilung, Regeneration und Geborgenheit durch deinen Körper fließen. Mit einem Lächeln gibst du dich diesem Gefühl vollkommen hin. Du spürst, wie jede deiner Zellen neu ausgerichtet und informiert wird. Du spürst, wie hier bis in deine DNA hinein Heilung geschieht. Am Himmel über dir funkeln die Sterne, die Blütenkelche, an denen du vorbeigleitest, leuchten in den schönsten Farben. Im dunklen Wasser rund um dein Floß spiegeln sich die Lichter der Sterne und Blumen. Sie vereinen sich auf den kleinen Wellen und scheinen um dein Floß herum zu tanzen. Es ist ein wunderschöner und friedlicher Anblick. Du atmest immer noch diesen lieblichen und erquickenden Duft ein, den die Blütenkelche verströmen. Alles in dir wird warm und schwer und angenehm. Eine unglaublich angenehme Müdigkeit steigt in dir auf. Du lächelst und schließt deine Augen. Du fühlst eine Gewissheit in dir aufsteigen. Die Gewissheit, dass du jetzt ganz friedlich einschlafen darfst, dass dein Schlaf tief und erholsam sein wird und dass, wenn du morgen aufwachst, dein Körper und dein Geist erholt, erfrischt, geheilt, versorgt und verjüngt sind. Du bist müde, so angenehm müde. Dein Körper ist ganz warm und schwer. Es ist ein unglaublich angenehmes, geborgenes Gefühl. Du weißt, dass du jetzt einfach loslassen darfst und tief, tief schlafen darfst. Du spürst, dass du hier vollkommen loslassen kannst, dass du absolut sicher und geborgen bist und dass dieses Floß dich ganz von alleine zurückbringen wird. Mit dieser Gewissheit und diesem angenehmen, wohligen, geborgenen Gefühl in dir und dem Duft der Blüten in deiner Nase lässt du vollkommen los und schläfst tief und friedlich ein.